Liebe Brüder und Schwestern, das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt, sagt Jesus heute im Evangelium. Ja, er setzt sozusagen noch eins drauf auf seine Rede über das Himmelsbrot. Er spricht, ich bin vom Himmel herabgekommen als das wahre Brot. Und als seine Zuhörer das hören, dass er sein Fleisch hingibt, können sie das überhaupt nicht mehr verstehen. Und sehr viele trennen sich von ihm, weil sie Anstoß nehmen an seinen Worten, weil sie alles nur nach ihren menschlichen Maßstäben, ja nach ihren menschlichen Kategorien beurteilen und betrachten. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben, sagen sie dann später. Es ist ja unerträglich, was Jesus sagt. Unerträglich scheint es schon zu sein, wenn er sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen. Ich bin das wahre Brot vom Himmel. Ja, seine Zuhörer, die meisten von seinen Zuhörern können nicht verstehen, was Jesus gesagt hat. Ihr Verstand kann es nicht begreifen, es geht nicht hinein in ihren Kopf. Und so wollen sie nichts mehr mit Jesus zu tun haben, sie wenden ihm den Rücken zu, weil ihnen das nicht passt. Ja, weil Gottes Maßstäbe anders sind als die Maßstäbe der Menschen. Ja, weil Gottes Werk, Gottes Macht hinausgeht, alle Kategorien des menschlichen Denkens, der menschlichen Vorstellungskraft sprengt. Ja, weil Gott der Allmächtige ist und für ihn nichts unmöglich ist. Ja, damals konnten die Menschen nicht verstehen, was Jesus gemeint hat. Heute wissen wir, warum Jesus das gesagt hat, weil er uns bei jeder heiligen Messe, in jeder heiligen Eucharistie, in der Kommunion wirklich sich hingibt für uns, weil er wirklich für uns Fleisch und Brot wird, weil er sich wirklich hingibt als das wahre Brot vom Himmel, weil er uns wirklich in dieser heiligen Kommunion sein Fleisch und Blut zur Speise gibt. Und wir dürfen zum Herrn kommen und uns von ihm nähren lassen. Es ist das höchste Zeichen und der höchste Ausdruck der Liebe Gottes zu uns, der Liebe des Vaters. Er gibt seinen Sohn für uns hin. Jesus gibt sich für uns hin in einem kleinen Stück Brot. Er hat diese Macht als Sohn Gottes, dieses Brot zu wandeln, ja sich hinzuschenken, aus unfassbarer Liebe. Für Menschen scheint das unmöglich zu sein, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und diese Liebe Gottes, sie ist so groß, so unfassbar, dass er für uns Speise sein möchte und stärken möchte. Ja, vielleicht geht es uns manchmal so wie dem Propheten Elia, von dem wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Elia, er geht in die Wüste, legt sich unter einen Ginsterstrauch, ja, er wünscht sich den Tod. Er ist einfach am Ende mit seinen Kräften. Und es scheint mehr eine seelische, eine geistige Erschöpftheit zu sein, als eine körperliche Müdigkeit. Er will einfach nicht mehr. Ja, manchmal geht es vielleicht auch uns so, dass wir am Ende sind, erschöpft, nicht so sehr körperlich, sondern innerlich, im Geist, in der Seele, weil wir so viele Enttäuschungen erleben müssen, so viele Schwierigkeiten, so viele Bedrängnisse erfahren müssen, weil wir manchmal einfach viel zu leiden haben, dann möchten wir so sagen wie der Prophet Elia, Herr, mach Schluss. Nimm mein Leben, es hat ja alles keinen Sinn. Aber der Herr ist da und sagt, komm, steh auf. Er sagt es zu jedem von uns, zu jedem Getauften. Er hat es auch heute gesagt und er sagt es neuerlich, jetzt, wenn wir ihn
in der heiligen Kommunion empfangen. Lass dich von mir stärken und aufrichten. Jesus ist das wahre Brot vom Himmel. Er hat diese Macht, unserer Seele und seinem Geist neue Kraft zu verleihen, weil er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, mit diesem Geist der Liebe, der Hoffnung, der Zuversicht, der Barmherzigkeit und des Friedens, ja, weil Gott allmächtig ist. Er kann dem Müden Kraft schenken, er kann uns mit seiner göttlichen Kraft erfüllen, sodass wir Dinge schaffen, die wir für unmöglich gehalten hätten. Was uns vorher unmöglich schien, das ist mit Gott möglich. Es heißt ja auch in der Schrift, mit meinem Gott überspringe ich Mauern, überschreite ich Wälle. Haben wir Vertrauen, kommen wir zum Herrn mit gläubigem Herzen. Nehmen wir sein Wort an. Ja, nehmen wir ihn auf. Er schenkt sich uns als das wahre Brot, als die wahre Speise. Noch viel mehr als dem Propheten Elia schenkt Gott uns seine Gaben. Er schenkt sich selbst uns hin, weil er uns liebt, weil er unser Vater ist. Jesus sagt ja, niemand kann zu mir kommen, wenn ihn der Vater nicht zieht, zu mir hinführt. Deswegen sind sie heute da, weil der Vater sie hierher geführt hat, durch Jesus, seinen Sohn, weil wir uns jetzt zum Gottesdienst versammelt haben, damit der Herr uns erfüllt mit seinem göttlichen Leben, mit seinem Licht, seinem Heil. Erlassen wir uns von ihm stärken und lassen wir uns von ihm befreien, von aller Schuld, von aller Last. Ich möchte Sie auch einladen, gehen Sie zur Beichte, wenn Sie schon lange nicht mehr bei der Beichte waren. Das ist Befreiung, das ist das Sakrament der Befreiung, der Barmherzigkeit. Da werden wir aufgerichtet, da empfangen wir die Kraft Gottes. Ja, neben der heiligen Eucharistie ist sicher die Beichte diese Kraftquelle für unser christliches Leben. Da begegnen wir dem Vater der Barmherzigkeit, der uns seinen Sohn schenkt. Und Jesus, er offenbart ja dieses Erbarmen Gottes, denn er gibt sein Leben hin. Er nimmt das Kreuz auf sich. Er erleidet die furchtbarsten Qualen, die größten Schmerzen aus Liebe zu uns, für unsere Erlösung. Und sogar oben am Kreuz betet er noch, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine unfassbare Liebe offenbart sich in diesem Wort, in diesem Gebet. Ja, der Heilige Geist möchte uns erfüllen. Aber wenn wir nicht bereit sind, einander zu verzeihen, einander zu vergeben, dann kann der Geist Gottes nicht eindringen in uns, dann findet er sozusagen verschlossene Türen. Deswegen, wie Gott uns vergeben hat, vergeben auch wir einander. Lassen wir uns erfüllen von diesem Frieden des Herrn. Und er wird unsere Auferstehung, unsere Hoffnung, unsere Freude und unser Leben sein. Und wir werden sicher diesen Berg Gottes, ja diesen Berg Horeb, ja das ewige Leben gewinnen und erreichen. Durch die Gnade des Herrn. Und so wie der Prophet Elia seinen Weg fortgesetzt hat, können auch wir unseren Lebensweg voll Zuversicht fortsetzen. Im Vertrauen, dass der Herr immer bei uns ist und er uns Anteil schenkt an seiner österlichen Herrlichkeit. Amen.